Da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch, Teil 100, Tag 100. Wer hätte es gedacht? Es ist Vollpracht. 100 Tage lang habe ich jeden Tag ein Video aufgenommen, jeden Tag einen kleinen Tagebucheintrag produziert. Und in diesen Tagebucheinträgen habe ich mir Gedanken gemacht über Corona, unsere Gesellschaft, über Transformationsprozesse, über neue Formen von Gamification, über eine andere Zukunft, eine andere Vergangenheit und so weiter und so fort. Ganz viele unterschiedliche Videos habe ich produziert, Gedanken geäußert. Ich habe mir selber Gedanken gemacht. Ich habe für mich selber viel gelernt durch die Produktion dieser Videos. Aber ich habe natürlich auch einen Transformationsprozess hinter mir. 100 Tage. Und ich stecke in diesem Transformationsprozess immer noch mit drin. 100 Tage. Ich werde natürlich jetzt nicht aufhören. Es wird weitergehen. Habe ich ja gesagt. Ich werde diese Videos so lange drehen, bis ich das Gefühl habe, dass diese, ich nenne es so schön, heiße Corona-Phase endgültig vorbei ist. Ich denke mal, es wird der Zeitpunkt sein, an dem wir einen Impfstoff haben, beziehungsweise ich eine Impfdosis bekommen habe. Ab da beginnt ja die Post-Corona-Phase, dann heißt, dann müssen wir uns überlegen, wie soll es dann weitergehen. In Teilen sind wir da ja schon drin. Wir erleben das schon. Wir haben große wirtschaftliche Probleme, werden auch große soziale Probleme bekommen. Wir müssen viele, viele Fragen stellen. Ja, da geht es jetzt weniger um die Frage, ob wir die besten Verschwörungstheorien der Welt bauen können oder, sonst wird es um so Fragen gehen wie, was können wir eigentlich mitnehmen, was können wir lernen davon? Ja, also wenn ich mir jetzt die Probleme angucke, die wir in der Corona-Krise erlebt haben und noch erleben, stelle ich immer fest, dass vieles von dem eigentlich schon vorher bekannt war. Also wenn wir Industrien haben, die ihre Mitarbeiter brutal ausnutzen, regelrecht ausbeuten und sie in Lebensverhältnissen existieren lassen, die unter anderem auch dazu führen, dass es in Massen neue Corona-Infektionen gibt. Das war vorher schon da und das wussten wir auch vorher schon. Dass wir eine grottenschlechte digitale Infrastruktur haben und damit auch viele Dinge, die wir hätten tun können in der Corona-Krise, eben nicht machen konnten, das wussten wir auch schon vorher. Da brauchten wir Corona nicht. Das heißt, ganz viele Dinge, die wir jetzt erleben, waren vor Corona schon da, wurden auch vor Corona schon kommuniziert. Nur jetzt entsteht ein viel größerer Druck auf das System und das führt eben dazu, dass diese Dinge auch noch viel wahrnehmbarer werden, viel sichtbarer, viel spürbarer werden. Ob wir es schaffen, daraus dann eine bessere Gesellschaft, ein besseres Wirtschaftssystem oder zu machen, das weiß ich nicht. Ich habe da so meine Zweifel, gebe ich zu, aber ich möchte das erstmal heute gerade bei 100 Tagen positiv sehen. Es sind 100 Tage und es ist für mich wirklich eine beeindruckende Zahl. 100, nicht nur, weil ich da jetzt irgendwie 100 Videos gedreht habe, nein, nein, sondern weil es mich auch bedeutet, ich kann zurückblicken auf über 3 Monate Veränderung. Ja, und ich kann eigentlich zugegebenermaßen jetzt noch gar nicht abschätzen, wie tief diese Veränderung geht. Es gibt viele neue operative Dinge, also angefangen, dass ich anders arbeite, im wahrsten Sinne des Wortes, was jetzt nicht nur bedeutet, dass ich vieles digital mache, sondern einfach, dass sich ganz viel in meiner Arbeit verändert hat. Ich habe eine andere Rolle in meiner Familie. Ja, also ich hatte ja Ende 2019 für mich beschlossen, anders zu arbeiten, um mehr Zeit mit meiner Familie zu haben, ohne jetzt zu sagen, ich arbeite nicht mehr, sondern ich habe mir gesagt, es muss einen anderen Weg geben, ja, ich will einen anderen Weg gehen. Und die Corona-Situation hat es dazu geführt, dass das quasi in kürzester Zeit realisiert wurde. Ja, heißt aber auch, ich bin jetzt wirklich Papa und gleich massiv gefordert gewesen, weil natürlich kein Kindergarten da war. Und dieser Spagat zwischen Homeoffice und Kindergarten sein, der ist natürlich brutal, der war brutal, der ist brutal. Ich gebe zu, ich freue mich ein bisschen auf den 1. Juli, wenn unsere Maus wieder in den Kindergarten gehen kann. Nicht nur wegen mir, sondern weil ich glaube, so langsam ist bei ihr auch der Punkt erreicht, wo sie sagt, das ist ganz nett mit Mama und Papa zu Hause, aber irgendwann reizt es dann auch. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man, glaube ich, auch Gelassenheit bekommt. Ich bin irgendwann, das ist bei mir so klar geworden in den letzten Tagen. Ich bin, glaube ich, viel gelassener geworden, was ganz viele Themen angeht. Ja, weil du einfach irgendwann an den Punkt kommst und sagst, naja, also
Leute, wir haben jetzt eine riesengroße Krisensituation. Wir können auch gar nicht abschätzen, was das alles für uns bedeutet. Also wer glaubt, dass der Drops gelutscht ist, der, weiß ich nicht, glaubt wahrscheinlich auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Also das geht jetzt erst richtig los. Ja? Es gibt einen Wettlauf, übrigens nicht zwischen Pharmakonzernen oder, sondern es gibt einen Wettlauf gegen das Virus, in der Hoffnung, dass wir sehr schnell einen Impfstoff haben und auch Medikamente haben, wenn dann eine Infektion da ist, um den Menschen zu helfen und um uns allen zu helfen übrigens. Ich finde es auch, es ist unsere verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch auf diesem Planeten, jeder Mensch, kostenlos diese Impfungen bekommt, Zugang zu diesen Medikamenten bekommt. Ich weiß nicht, ob ich das noch ertragen könnte, wenn wir auch da eine Zwei-Drei-Klassengesellschaft aufmachen würden und die reichen Industrienationen zuerst geimpft werden und erst Monate später irgendwie die ärmeren Regionen auf diesem Planeten. Das darf niemals passieren. Und ich glaube, auch da wird sich jetzt zeigen, ob unsere Gesellschaft in irgendeiner Form wirklich so etwas wie Moral und Ethik hat, irgendwelche Grundsätze hat, die wirklich gelten, oder ob wir einfach nur die kranken Egoisten sind, die ich sehr oft gerade auch in dieser Corona-Krise zumindest in Teilen unserer Gesellschaft auch gesehen habe. Ja, also es hat natürlich einen großen Impact, operativ, wie gesagt, es hat sich extrem viel geändert. Wir haben das medizinisch hoffentlich irgendwann unter Kontrolle oder zumindest können wir das in irgendeiner Form handeln. Dann ist der nächste Punkt natürlich der wirtschaftliche Impact. Da wird sich unsere Gesellschaft auch massiv verändern. Und dann wird sich auch noch zeigen, wie was das sozial bedeutet, kulturell bedeutet. Das heißt, da gibt es noch ganz viele Wellen, die auf uns zukommen. Da sind 100 Tage noch nicht viel. Und trotzdem, 100 Tage ist es ja auch genau die Frist, die Politiker, die Minister haben, die Politiker haben, die jetzt in irgendwelche Positionen reinkommen. 100 Tage haben sie und danach wird angefangen, wirklich reinzugucken. Und das finde ich auch sehr wichtig, auch jetzt reinzugucken und zu sagen, diese 100 Tage sind da. Ich bin da ganz selbstkritisch, schaue erstmal mich an, bevor ich jetzt irgendwie mir andere angucke. Klar, man kann sich über die klassischen Probleme natürlich tierisch aufregen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dabei bleibe ich auch, dass die allermeisten Probleme, die wir jetzt in der Corona-Krise erlebt haben, ich rede jetzt nicht von den medizinischen, sondern von den ganzen anderen, auch viele Wirtschaftsprobleme, die wir haben und so weiter, dass die letztendlich gesehen schon viel früher da waren, aber jetzt erst sichtbar werden. Ja, also wie gesagt, wenn da irgendwie wie ein Unternehmen ist, das irgendwie seine Leute ausbeutet brutal und dann auch durch diese Ausbeutung noch dafür sorgt, dass auch die Ausbreitung dieses Virus wieder ermöglicht wird, dann sind diese Probleme oder dieser Ausbeutungsprozess, die sind nicht entstanden, weil der Corona gab, sondern die waren vorher schon da und ich behaupte auch, die waren vorher bekannt. Und die sind nicht nur in diesem bestimmten Bereich vorhanden, sondern die sind in ganz vielen Bereichen unserer Wirtschaft vorhanden. Und wenn wir jetzt wirklich, also bei aller Liebe, aber wenn wir das jetzt wirklich ernst meinen und sagen, dass sich das ändern muss, dann bitte nicht nur bei zwei, drei Unternehmen, sondern bitte dann auch in der gesamten Branche, für die diese Unternehmen stehen, beziehungsweise auch über diese Grenzen dieser Branche hinweg, überall da, wo genau ähnliche Prozesse da sind. Da fallen mir auf Anhieb schon sofort ganz viele ein. Da gibt es einiges zu tun. Und ja, man kann sich auch tierisch darüber aufregen, dass wir eine grottenschlechte digitale Infrastruktur haben. Wenn ich jetzt höre, dass ein erster Warenhauskonzern große Schwierigkeiten hat und man sich Sorgen macht, wie denn die Innenstädte aussehen, wenn diese ganzen Filialen dann geschlossen werden, dann muss man sagen, gut, aber was haben denn die Städte getan, noch in den letzten 10, 20 Jahren, um diese Situation zu verhindern? Zum Beispiel, dass man einfach sich mal ganz neue Gedanken macht darüber, was Innenstadt sein sollte. Denn die Tatsache, dass wir jetzt in irgendeiner Form seit 30 Jahren oder noch länger so tun, als würde gute Innenstadt aus einfach nur bedeuten, es gibt genügend Einzelhandel da drin, das ist natürlich ein riesengroßer Fehler gewesen. Das wissen wir auch schon sehr lange. Das ist jetzt nicht irgendwie erst durch mich irgendwie erkannt worden. Das gibt es schon sehr lange. Man hat halt verhältnismäßig wenig gemacht. Ja, und wenn dann eben mal so eine Situation ist, dass der eins, das haben wir ja gesehen, als die Corona-Krise dann da war und die Innenstädte eben geschlossen wurden, da konntest du da durchlaufen, das war irgendwie wie, weiß ich nicht, das war einfach mal brutal leer, da war nicht mehr viel los. Und das bleibt halt übrig, wenn du eben auch nur alles auf Einzelhandel setzt. Gehst du nach Nürnberg rein am Sonntagnachmittag, dann ist die Stadt einfach mal tot. Warum? Die Geschäfte haben nicht offen und dann gibt es da einfach nichts mehr anzugucken, außer alten Gebäuden. Die können ganz schön sein. Es ist auch schön, ein bisschen Platz in der Stadt zu haben, aber an sich muss man sagen, das ist nichts. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, 100 Tage und ich blicke auch zurück auf mich. Ja, und wenn ich da so auf mich zurückblicke, dann stelle ich fest, wie war es am Anfang?
Die erste Reaktion war die, na gut, wenn das jetzt passiert, dann ist es eh egal. Also es war so, ich war jetzt nicht irgendwie panisch, ganz im Gegenteil, ich war eigentlich sehr entspannt, weil ich gemerkt habe, mein Gott, das ist jetzt eh durch. Ja? Also Umsatz gibt es nicht mehr, Aufträge gibt es nicht mehr und so weiter. Das hat sich dann natürlich gebessert und ich konnte gerade auch die großen Kunden rüberretten ins Digitale, was eigentlich sogar sehr gut war, weil wir jetzt wirklich mal gelebte digitale Transformation machen konnten zum Beispiel. Das war sehr gut. Es gab auch viele neue Projekte. Insofern hat sich das erstmal gut entwickelt. Für mich war einfach der Punkt, was ich nicht, muss ich sagen, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist, was die mittelfristigen und langfristigen Folgen, ich gehe jetzt mal bei 100 Tagen davon aus, dass wir zumindest von mittelfristigen reden können, eher auch von langfristigen. Ich spüre das schon, also gerade so in die Ambivalenzen der eigenen Rollen, die ich dann habe. Bin ich ein guter Vater? Bin ich ein guter Berater? Bin ich ein guter Ehemann? Das sind so Fragen, also so Rollen, zwischen denen ich mich auch so ein bisschen zerrissen habe die letzten 100 Tage. Das ist in der Regel, glaube ich, halbwegs gut gelaufen, aber das hat extrem viel Energie gekostet, extrem viel Kraft gekostet und ich hatte auch nicht wenige Momente, wo ich mich gefragt habe, ob ich das kann, ob ich das schaffe. Ja, und ich weiß auch nicht, wie sich das die nächsten Monate entwickelt. Ich merke aber, das ist das, wo ich mich geändert habe. Es ist eine andere Form von Gelassenheit entstanden. Es sind auch andere Prioritäten entstanden. Ja, also einfach, weil ich gemerkt habe, so, nee, ich will Dinge anders haben. Ja, also dieses Video lustigerweise war mir immer sehr wichtig, also jetzt gar nicht aus PR-Gründen oder so. Mir war sehr schnell klar, dass die Art und Weise, wie ich dieses Video mache, nicht dazu führt, dass ich irgendwie da 30, 40.000 Abonnenten auf YouTube plötzlich habe und was weiß ich, was damit ein Businessmodell machen kann. Das war mir hundertprozentig klar, dass das nicht funktioniert. Dafür sind die Videos zu lang. Dafür ist das, was ich sage, auch zu kompliziert, zu anstrengend, zu anspruchsvoll, als dass man damit jetzt irgendwie Millionen von Leute erreichen könnte. Aber es war mir wichtig. Ich wollte das. Und es ist auch etwas, was ich ganz faszinierend finde in den digitalen Aktivitäten, die ich so habe, nämlich sich das Recht rauszunehmen, selber zu entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Ich hatte ja auch Videos gedreht, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf Instagram, Facebook und Co. Und ganz ehrlich, ich erwische mich momentan wieder, dass ich doch öfter bei Facebook und Instagram reingucke und es nervt mich, was ich da lese. Da gibt es eine unglaublich große Redundanz und ich habe beschlossen, ich werde da irgendwie noch kaum reingucken. Es gibt 3, 4, 5, 12 Leute, die ich da spannend finde. Da werde ich entweder bei Facebook reingucken oder die ab und zu mal anrufen und fragen, was machst du denn gerade oder so. Das ist sowas, was mir aufgefallen ist. Da geht es nicht darum, dass man gegen oder für eine Plattform ist, sondern einfach, dass man sagen kann, ich nehme mir das Recht raus, Dinge zu tun, weil ich sie tun will. Ja, also aus dieser Fremdbestimmung heraus, dieser maximalen Fremdbestimmung, also auf der Metaebene, da ist eine Corona-Krise, die sorgt dafür, dass hier alles erstmal runtergefahren wird und dann auch diese Fremdbestimmung mit Tochter, mit allem drin und dran, diese neue Realität, die da geschaffen worden ist, auf verschiedenen Ebenen, daraus wiederum eine Eigenbestimmung zu machen und jetzt nicht, ich gehe raus und lese oder dies oder das, sondern mir auch mal zu überlegen, was will ich denn? Wie will ich denn leben? Wie will ich, und nicht, wie will ich leben in der Zukunft auf einer philosophischen Ebene, sondern zu sagen, um mir das Recht rauszunehmen, ich will es so. Ja, ich will es so, wie es jetzt ist. Und das ist etwas, was ich sehr beeindruckend finde. Ich finde es toll, dass ich, das muss ich sagen, das war eine große Herausforderung, auch eine tolle Sache. Ich habe meine Frau neu kennengelernt, besser kennengelernt, meine Tochter neu kennengelernt, besser kennengelernt. Das sind beides sehr positive Erfahrungen gewesen. Das finde ich auch toll. Aber wie gesagt, 100 Tage, das sind 100 Tage meines Lebens. Ja, und ich glaube, ich habe durch diese Videos auch einen Zugang zu diesen 100 Tagen bekommen. Das ist für mich immer ganz entscheidend gewesen. Auch diese Ruhe da reinzukriegen. Also klar, hilft natürlich ungemein. Du musst dir jeden Tag Gedanken machen, du musst in die Kamera reinreden, du musst überlegen, was machst du und so weiter. Das ist das eine. Aber das andere ist halt wirklich auch festzustellen, ich will Dinge tun. Ja, auch das war für mich wichtig. Und ich glaube, das ist was, was ich aus dieser Transformationsphase bei mir erlebe. Ich glaube, jetzt nach 100 Tagen kann man sagen, die Transformation hat begonnen. Sie hat nicht abgeschlossen. Sie ist nicht abgeschlossen. Nein, sie beginnt jetzt gerade, weil jetzt die Wirkungen gerade spürbar werden. Also abgesehen da, also angefangen davon, dass ich irgendwie anders esse, dass ich irgendwie anders schlafe, zugegebenermaßen schlechter schlafe, das muss ich sagen. Also das ist sicherlich eine Sache, an der ich arbeiten will und muss. Aber auch, oder auch, dass ich Dinge vielleicht auch anders sehe, aber ich merke, die großen Wirkungen kommen jetzt erst. Ja, und das kann positiv und negativ sein. Ich habe keine Ahnung. Deswegen wird das auch garantiert nicht das letzte Video sein. Aber ich merke, wie Dinge anders gehen können.
Ja, und das ist was glaube ich, was ich allen Menschen wünsche in dieser Corona-Krise. Die Corona-Krise ist nicht eine Reduktion von Optionen, sie ist eine Erweiterung unseres Optionsraums, weil wir an einer Stelle reduziert haben. Und dieses Reduzieren an dieser einen Stelle ist brutal und es ist schmerzhaft. Und es funktioniert auf ganz vielen Ebenen. Es geht nicht nur darum, ob wir irgendwie die Gastronomie runtergefahren haben, sondern es geht darum, dass wir feststellen, offensichtlich war die Gastronomie unsere sozialen Orte. Ja, wir müssen darüber reden, was soziale Orte in der Zukunft sind, wie soziale Orte stattfinden können und was in diesem Kontext Digitalität und Analogität bedeuten. Das finde ich ein ganz wichtiges Element. Ja, also wir bekommen eine digital-analoge Lebensrealität, die sich ganz massiv von dem unterscheiden wird, was davor da war, weil wir zum Beispiel überlegen müssen, was ist denn in Zukunft sozialer Ort? Was ist in Zukunft Kommunikation? Ich halte das für extrem wichtig, darüber nachzudenken. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ja auch Projekte machen dürfen, wo es darum geht, Kulturräume, Bildungsräume, Wirtschaftsräume, Städte zu entwickeln und zu überlegen, wie kann das dort drin funktionieren und wie kann dort Digitalität funktionieren. Und was mir immer aufgefallen ist, ist, dass wir alle, und ich nehme mich da nicht raus, da noch viel zu einfach rangegangen sind, noch viel zu wenig inspiriert. Ja, ich glaube, dass wir wirklich überlegen müssen, wenn wir jetzt feststellen, wir wissen jetzt zum ersten Mal, weil es uns weggenommen wurde, wo unsere sozialen Räume sind. Jetzt müssen wir uns überlegen, sollen diese sozialen Räume auch weiter unsere sozialen Räume sein oder können wir das ändern? Ja, sollten wir unsere Optionsräume erweitern? Ja, also ich möchte auch weiterhin mit guten Freunden ein gutes Bier trinken gehen können. Ich möchte wieder in eine richtige Kneipe gehen, ohne dass ich mich umgeben bin von Plexiglasscheiben. Andererseits gibt es auch Sachen, wo ich sagen muss, wenn es denn hilft und wenn es dazu führt, dass wir weniger Infektionen haben, dann verzichte ich auch gerne noch ein ganzes Jahr auf einen guten Kneipenbesuch. Ja, nur da müssen wir auch drüber nachdenken. Wir müssen auch drüber nachdenken, wie mit unseren krankhaften Egoismen umgehen. Das gefällt mir gar nicht, was ich da teilweise sehe. Ja, wir müssen uns überlegen, wie kann Gesellschaft in Zukunft aussehen, wenn diese ganzen Dinge eben mal nicht funktionieren. Und wir müssen uns vor allen Dingen überlegen, wie sieht eine Gesellschaft aus, die nicht in der Lage ist, mit Reduktionen von Möglichkeiten so zu reagieren, dass wir daraus trotzdem einen erweiterten Optionsraum schaffen. Ja, weil das ist für mich was ganz Wichtiges. Wir haben, und das ist das, was ich aus 100 Tagen mitnehme, es gab eine Reduktion von operativen Handlungsmöglichkeiten, aber der Optionsraum an sich ist erweitert worden. Mein Leben hat sich durch diese 100 Tage erweitert. Und selbst diejenigen, die das jetzt als sehr negativ erleben, die sagen, dass das fürchterlich ist, dass ganz viele Sachen nicht gehen, die ihren Job verloren haben, das ist schlimm, das ist fürchterlich. Ja, mal ganz zu schweigen von dieser fürchterlichen Situation, dass Menschen gestorben sind. Auch das übrigens geht mir auch manchmal so unter in der Diskussion. Ja, wir haben überhaupt nicht mal den Blick, es sind Menschen gestorben. Ja, und die haben einen Namen gehabt und die haben Familien und Freunde gehabt. Und sie werden diese Familien und Freunde werden diese Menschen nicht mehr sehen, ihr Leben lang vermissen. Ja, und ich sehe da zu wenig auch in den Medien. Ich würde gerne, so es möglich ist, dass wir das auch nochmal sichtbar machen, weil das war der Grund, warum wir den Lockdown gemacht haben, damit es nicht noch mehr von diesen Fällen gibt, auch wenn das manche Leute nicht verstehen wollen. Ja, aber trotz alledem passiert jetzt eine große Veränderung. Ich will das nicht irgendwie schönreden, versteht mich nicht falsch. Wenn ich sage, dass wir einen erweiterten Optionsraum haben, heißt das nicht, dass ich da die rosarote Brille anziehe und sage, ist doch alles gut, musst du doch nur irgendwie einen Optionsraum ausfüllen. Nein, nein, das macht das Ganze viel schwieriger, weil ein erweiterter Optionsraum dazu führt, dass wir nicht mehr genau wissen, wo denn da die Reise hingehen kann. Das wissen wir nämlich nicht. Ja, und das andere, was wir uns überlegen müssen, ist, dass wir aufhören, jetzt im politischen Klein-Klein unterwegs zu sein. Auch das ist mir die letzten Wochen massiv aufgefallen. Wir sind so eine kleine Nölkiste, ja, so eine kleine Minigesellschaft. Wir rennen irgendwelchen drittklassigen Verschwörungstheoretikern hinterher, die noch nicht mehr in der Lage sind, halbwegs vernünftige Verschwörungstheorien zu machen. Das ist so langweiliger Blödsinn, was ich da höre. Irgendwelche Sängerknaben und drittklassige Köche, die meinen, sie müssten sonst was für Stories erzählen. Oder irgendwie so, das ist irgendwie nicht mehr wahrzunehmen, also nicht mehr zu akzeptieren, wenn wenigstens das noch coole Stories wären, wenn es wirklich irgendwas gäbe, was man da irgendwie auch zumindest belächeln könnte. Aber es ist einfach nur so langweilig und grottenschlecht, dass es auch gar keinen Sinn mehr macht, darüber zu diskutieren.
Ja, sondern es gäbe ja genügend zu diskutieren in dieser Gesellschaft. Wir sollten mal darüber nachdenken, was ist denn an Konzepten da, wie es danach aussehen soll? Was ist denn an Konzepten da bezüglich all der anderen Fragen, die kommen? Ich habe neulich einen Bericht, das war ganz neulich, klappte das bei mir auf in meinem Smartphone, Bericht vom Roland-Koch-Institut, dass das Westnilfieber wohl auch kommen könnte und so weiter. Das wäre schon die nächste, theoretischerweise die nächste Infektion. Ich habe es nur im Teilen durchgelesen, es war ein Bericht darüber. Natürlich ist das jetzt nicht da, muss man ganz klar sagen, aber es bestünde die Möglichkeit, dass heimische Mücken das übertragen. Es gab wohl auch Fälle in Deutschland, wo Leute das bekommen haben, die nicht gereist sind. Und diese Krankheit überträgt sich wohl nur über Mücken. Also nur so, muss man sozusagen, da gibt es noch ganz andere Baustellen, die kommen können. Stichwort Klimawandel, Migration und so weiter und so fort. Und anstatt sinnlos Kleinkram zu machen, sollten wir uns eigentlich überlegen, wie kann eine bessere Gesellschaft für die Zukunft aussehen. Und ich bleibe dabei, ich sage das nochmal, ich behaupte nach wie vor, es ist eine Behauptung, ich glaube, dass ich an ganz vielen Bereichen das nachweisen kann. Man mag mich auch gerne widerlegen, ja. Es geht nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie glaube, ein Dogma erstellen zu müssen oder die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist doch ganz, ganz, wirklich ganz, ganz viel von dem, was wir jetzt an Problemen haben, war die ganze Zeit schon als Problem da. Es wurde auch diskutiert, es wurde nur einfach zu wenig gemacht. Und bevor wir jetzt anfangen, irgendwie allen möglichen Politikern, die halbwegs in der Lage waren, und das haben sie ja gut gemacht, muss man einfach mal sagen, also die verantwortlichen Politiker, die uns jetzt durch diese Krisenzeit bis jetzt geführt haben, haben, finde ich, in der Breite ihren Job gut gemacht. Das ändert aber nichts daran, dass sie davor ganz viele Dinge nicht gemacht haben, die man hätte machen können. Sie haben keine digitale Infrastruktur geschaffen, die halbwegs funktioniert. Sie haben keine vernünftigen Bildungssysteme, keine vernünftigen Kultursysteme und so weiter. Da sind wir noch am Anfang, da ist noch ganz viel Arbeit. Und deswegen glaube ich auch, dass wir... Also, dass ich diese Videos noch sehr lange machen werde. Wie gesagt, ich werde es irgendwann ändern, hatte ich ja schon angekündigt. Aber das ist so das, was mir so durch den Kopf geht. Und 100 Tage, ich wollte eigentlich, hatte jetzt ein paar Videoversuche gemacht mit Kuscheltieren von meiner Tochter. Das habe ich jetzt gelassen, weil ich kriege damit die Inhalte nicht rüber. Ich wollte eigentlich vor euren Augen eine Flasche Shampoos leeren, um zu sagen, ich trinke auf diese 100 Tage. Und ich sage euch, ja, ich bin stolz auf diese 100 Tage. Ich bin stolz darauf, dass ich das hinbekommen habe, weil es manchmal auch nicht einfach war. Aber das sage ich auch, es ist nichts, was wir jetzt feiern sollten, weil die große Arbeit kommt jetzt. Ja, und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und gerade wenn jetzt Unternehmen anfangen werden und jeden Verlust, jede Insolvenz und alles oder alles, was sonst an Jobabbau gemacht wird, immer auf Corona zu schieben, lasst uns bitte genau hingucken. Ja, lasst uns bitte ganz genau hingucken, denn ich behaupte, dass die Gefahr besteht, und ich will das sehr vorsichtig ausdrücken, dass da auch vieles jetzt sozusagen geschlossen, entlassen und sonst was wird, was eigentlich schon längst geplant war. Und jetzt gibt uns natürlich die Corona-Krise immer ein gutes Argument, so eine Art Totschlagargument. Und da bin ich der Meinung, da muss man halt aufpassen. Ja, ich sage nicht, dass das jetzt die ganze Zeit passieren wird, aber das ist schon was, wo wir genauer hingucken müssen, einfach um eine bessere Gesellschaft zu bauen. Ja, und wir müssen natürlich auch ganz viele Dinge neu denken, das ist keine Frage, aber das ist, jetzt beginnt die Arbeit. Ja, also ich habe die Ärmel hochgekrempelt hier so, ja, jetzt beginnt die Arbeit. Nach langem Nachdenken, was ich heute machen sollte, und ich habe mir so viele Gedanken gemacht irgendwann, was ich alles tun könnte, ich wollte ein cooles Party-Video machen, ist mir klar geworden, nein, ich mache kein 100-Tage-Corona-Transformation-Tagebuch-Celebration-Video, weil die Arbeit jetzt erst beginnt. Und jeder von uns ist gefragt, jetzt anzufangen und zu arbeiten und zu überlegen, was können wir tun, um das Ganze jetzt in irgendeiner Form in eine vernünftige Bahn zu lenken. Das ist ganz wichtig. Und wir sollten nicht hingehen und glauben, dass wir es auf die Politik oder sonst hinschieben können und die quasi wie Dienstleister dafür sorgen sollen, dass es allen gut geht. Das ist der falsche Weg. Das hilft niemandem weiter. Nein, was wir tun müssen, ist die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt machen wir es. Und bitte, bitte, bitte aus den Fehlern auch von ähnlichen Krisenmodellen. Wir haben das nach 45 erlebt, wir haben es nach 1989, 90 erlebt. Immer dieselben Fehler, immer irgendwie nur meinen, die Leute sollen irgendwie einen imaginären Konsum ausleben und vielleicht noch irgendwie was weiß ich was. Und dann wird das schon schief gehen. Nein, wir brauchen neue Ideen. Wir brauchen einfach neue Ideen und ich wünsche mir, dass wir das hinkriegen. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und neue Ideen entwickeln, neue Inspiration. Lasst uns anders denken. Lasst uns endlich Transformation zulassen.
100 Tage Corona Transformation Tagebuch sind ein erster Schritt für mich persönlich. Aber es bedeutet nicht, dass damit meine Transformation abgeschlossen ist. Es bedeutet nicht, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann und sagen kann, geschafft, wunderbar, jetzt kann ich irgendwas anderes machen. Nein, jetzt beginnt die Arbeit. Jetzt geht es wirklich los. Und das müssen wir immer wieder und wieder und wieder klar machen. Wir müssen es allen sagen. Es ist die Möglichkeit und die Chance, weil alles jetzt sehr offen ist und noch vieles nicht geklärt ist, wirklich neue Wege zu gehen, raus aus den alten Mustern, Dinge hinterfragen, auch die Art, wie wir Dinge sehen. Und ich sage bewusst, wir, auch ich, gehöre mit dazu. Ja, ich habe jetzt nicht das fertige Modell, macht es so und so problemgelöst. Ich sage nur, jetzt haben wir die Chance, Dinge besser zu machen. Ja, Dinge besser zu machen. Und das muss das Ziel sein. Also in dem Sinne, das war mein 100. Corona Transformation Tagebuch Video. Ich werde weitermachen. Morgen kommt die 101. Ja, morgen geht der ganz normale Wahnsinn weiter mit allem, was dazugehört. Und Ärmel hochkrempeln, lasst uns neu denken, lasst uns weiterdenken, lasst uns alle unsere Kreativität nutzen, lasst uns denen helfen, die gerade in großen Schwierigkeiten sind. Lasst uns aber auch überlegen, was wir tun können, damit, sollte sowas nochmal passieren, nicht noch mehr Menschen in diese fürchterliche Lage kommen. Lasst uns auch überlegen, dass wir unabhängig von irgendwelchen alten Mustern oder sonst was wirklich gemeinsam neue Wege gehen. Weg mit diesen drittklassigen Grabenkämpfen. Gut, wir müssen nicht auf irgendwelche Rechtsextremisten oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker hören. Das ist Bullshit. Hört es euch gar nicht mehr an. Ganz wichtig. Hört es euch gar nicht mehr an. Diese ganze Verschwörungstheorie-Welle und das Ganze, lasst es sein. Achten wir aber auch darauf, dass nicht jeder, der vielleicht mal Kritik äußert oder vielleicht mal Dinge irgendwie anders sieht, gleich als Verschwörungstheoretiker gesehen wird. Das ist dann auch zu einfach. Wir müssen auch aufpassen, dass der Begriff der Verschwörungstheorie nicht dazu führt, dass Leute keine Lust mehr haben, vielleicht mal eine andere Meinung zu haben. Ja, aber weil wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir wirklich auch einen neuen gedanklichen Optionsraum erschaffen. Das ist extrem wichtig und daran sollten wir uns messen. Und wenn dann die nächsten 100 Tage vorbei sind, werde ich zurückblicken, ob ich das geschafft habe, ob wir es geschafft haben, ob wir es geschafft haben, diesen neuen gedanklichen Optionsraum hinzukriegen, ihn zu entwickeln und dann auch mit Leben zu füllen. Das wird nämlich das Zweite sein. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, werdet gesund, ich mache weiter, natürlich, ich freue mich über jeden, der sich diese Videos anguckt, ich freue mich auch über Kritik, ich freue mich auch über andere Ideen und andere Sichtweisen, ja, das ist keine One-Man-Show in dem Sinne oder sowas, sondern das ist etwas, wo ich meine Ideen zur Verfügung stelle, sie diskutieren möchte mit euch. Und macht mit, ja, teilt es gerne. Vielleicht habe ich ja nach den nächsten 100 Videos schon 1000 Abonnenten auf YouTube. Ich glaube, ich dann irgendwie einen Lolli kriege oder irgend sowas. Keine Ahnung. Aber macht auch sehr mit, bleibt unterwegs, gedanklich unterwegs. Ja. Und es geht nicht nur darum, jetzt zu überleben. Es geht nicht nur darum, operativ das irgendwie hinzukriegen, sondern es geht darum, jetzt neu zu denken. Das ist meine große Aufforderung, meine große Bitte an euch. In dem Sinne, wie gesagt, bleibt gesund, werdet gesund. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.